Ich trinke gern mal ein Gläschen Wein. Und so wie die Anlässe verschieden sind, ist auch der Wein verschieden. Manchmal ist es Erlesenes aus meinem eigenen Keller, manchmal ein Qualitätswein oder ein Deal aus dem Supermarkt und manchmal ist es ein Mitbringsel von Freunden. Was mich dabei aber immer begleitet, ist dieses Glas. Ein zeitlos elegantes, schönes Glas, sehr filigran und doch belastbar. Das Spezielle an diesem Glas ist, dass es die Note eines jeden Weins speziell hervorbringt, ohne selbst dabei aufdringlich zu wirken. Und so kriege ich ganz oft mehr Komplimente für meine Gläser als für die Auswahl meiner Weine. Warum ich Ihnen das alles erzähle? Mein Name ist Hubert Eiter und nein, ich bin kein Weinhändler. Ich arbeite bei Akipa im Marketing und wir erzählen emotionale Geschichten von Consumer Lifestyle Produkten. Und genau das können Sie auch mit Braun Audio tun, eine emotionale Geschichte erzählen, die alle Sinne anspricht. Und wie guter Wein durch ein spezielles Glas seine Note entfaltet, so unterstreichen die Lautsprecher von Braun Audio ihren individuellen Musikgeschmack. Und so wird das Erlebnis vollkommen. Denn Braun ist mehr als nur ein Speaker. Braun ist eine Werthaltung. Und wir glauben, dass diese Werthaltung gerade in diesen turbulenten Zeiten den Zeitgeist trifft. Mit der Reduktion auf das, was zählt, auf das Wesentliche. Designed for what matters. Uns ist natürlich bewusst, dass wir für die Wiedereinführung einer Marke wie Braun auch einiges tun müssen und diese neue Marke in das Bewusstsein der Kunden zu rufen. Dafür braucht es aber auch einen Zweiklang aus Ihnen, den Händlern und uns, der Marke. Denn nur durch Sie, durch Ihre Beziehung zu den Kunden, die Art und Weise, wie Sie die Geschichte von Braun erzählen, wird diese zum Leben erweckt. Wir sind überzeugt davon und unsere Kundentests haben ergeben, dass gerade Leute aus der Kreativbranche, Leute, die sich für hochwertiges Interieur interessieren, sehr von den neuen Braun Audio Lautsprechern angesprochen werden. Das sind allein in Deutschland 1 Million Leute, die in der Kreativ- und Medienbranche tätig sind. Und bei dieser Zielgruppe ist es ganz wichtig, dass sie die durch einen Zweiklang aus Design und Sound gewinnen werden. Natürlich sind die Braun Audio Lautsprecher auch darauf ausgerichtet, hervorragenden Sound zu liefern, aber eben auch in einem sehr, sehr ansprechenden Design. Und daher ist es wichtig, das in der Präsentation zu kombinieren und diese Geschichte umfangreich zu erzählen. Wir werden natürlich unseren Beitrag dazu leisten, dass Braun Audio in den diversen Fachmagazinen bewertet wird. Und wir haben auch schon ein sehr spannendes Konzept erarbeitet, um online genau diese Zielgruppe, die ich vorher beschrieben hatte, anzusprechen. Und wir haben natürlich Materialien vorbereitet, die Ihnen bei der Warenpräsentation helfen. Zum einen ein Countertop-Unit, auf dem Sie alle drei Speaker präsentieren können und über einen Media Player abspielen können. Dieses Display kommt entweder nur als Countertop-Unit oder mit dem dazugehörigen Korpus unten dran, in dem 10 Speaker verstaut werden können. Für diejenigen unter Ihnen, die nicht so viel Platz im Laden haben, haben wir uns auch eine sehr, sehr einfache Variante überlegt mit einem Logo-Block, der neben den Speakern platziert werden kann und der mit einem speziellen Kabel versehen wird, damit Sie direkt an die Mobiltelefone Ihrer Kunden anschließen können oder auch das mit einem Media Player versehen können. Außerdem gibt es eine kleine Broschüre, die mit dem Point of Sale ausgeliefert wird, in dem noch einmal die Geschichte von Braun Audio erklärt wird und die einzelnen Speaker im Detail aufgeführt werden. Ich habe vorher gesagt, dass es darum geht, durch Design und Sound zu überzeugen, dass es darum geht, diese kreative Zielgruppe anzusprechen. Also nutzen Sie auch außergewöhnliche Möglichkeiten. Es gibt zum Beispiel einen Film von Gary Hustwit über Dieter Rams. Wenn Sie dafür die Lizenz benötigen, um den auszustrahlen und in Ihren Räumlichkeiten zu zeigen, kontaktieren Sie uns. Wir bieten Ihnen die Lizenz, diesen Film sich anzusehen. Daneben gibt es auch eine sehr umfangreiche Biografie zu Dieter Rams, dem Gott sei bei uns des Industriedesigns und Begründer
des berühmten Braun-Designs. Diese Biografie ist im Handel erhältlich, sie kann aber über uns zu einem Vorteilspreis bestellt werden. Und wir werden den ersten 10 Händlern, die sich zu Braun Audio committen, diese Biografie auch nochmal kostenlos zur Verfügung stellen. Eignet sich hervorragend, um gerade die Referenzen zu Apple Design aufzuzeigen. Jonathan Ive, der Chefdesigner von Apple, schreibt das Vorwort in dieser Biografie und auch das hilft nochmal, die Geschichte zu erzählen. Nun zu den Fakten. Die wichtigste und wohl auch schwierigste Frage zu beantworten ist die nach der Verfügbarkeit der Lautsprecher. Wir wissen, dass wir schon einmal ein Versprechen gebrochen haben und wir wissen auch, dass unsere Glaubwürdigkeit und auch ihr Vertrauen damit auf eine harte Probe gestellt wurde. Aber Braun steht für Ehrlichkeit im Design und deswegen wollen wir dieses Thema auch offen ansprechen. Wir arbeiten mit Hochdruck daran, die Lautsprecher rechtzeitig für die Herbstsaison zur Verfügung zu stellen und werden aus heutiger Sicht mit Oktober diesen Jahres ausliefern. Natürlich sind bereits ab August Demo-Modelle verfügbar, die Point-of-Sale-Materialien sind verfügbar und natürlich können Sie auch jetzt schon Termine mit Ihren Vertriebskollegen vereinbaren, um eine Vorführung der Braun Audio Speaker zu bekommen. Die Speaker werden zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 1.199 Euro für den LE01, den größten Speaker, 799 Euro für den LE02, den mittleren und 379 Euro für den kleinen Speaker, den LE03, angeboten. Dazu gibt es Accessories, sogenannte Stands, die Sie hier im Hintergrund sehen, mit denen die Speaker sowohl im Querformat als auch im Hochformat aufgestellt werden können und die werden angeboten um 199 Euro für den LE03, 249 Euro für den LE02 und 299 Euro für den LE03. Wenn man jetzt ein Stereo-Pair an LE01-Speakern mit Accessories nimmt, dann liegt es preislich in etwa bei dem A9 von Bang & Olufsen, bei den Speakern von Bowers & Wilkins oder auch bei vergleichbaren Lautsprecherpaar von DWLE Phantom. Und das ist auch das, womit wir uns von der Audio-Performance vergleichen. Was sind also die wichtigsten Verkaufsargumente für die Lautsprecher von Braun Audio? Punkt 1 ist sicherlich hervorragender Sound. Braun steht für neutralen Sound und wir haben sehr, sehr viel Technologie in diesen Speakern verbaut. So sind im LE01 drei Balanced Mode Radiatoren verbaut, die eine sehr breite Abstrahlwirkung des Sounds ermöglichen und einen raumfüllenden Klang in einer sehr, sehr geringen Bautiefe. All diese Bauteile wurden spezifisch entwickelt und gesourced, das heißt, hier ist nichts von der Stange gekauft. Punkt 2 ist das Design. Design von Braun, vom Braun Design Team in Frankfurt und nicht nur wir sagen, dass dieses Design außergewöhnlich ist, wir haben bereits zwei sehr, sehr hochwertige Preise bekommen, den IF Design Award in Gold und den Red Dot Design Award Best of the Best 2020. Punkt 3 ist die Technologie, die in den Speakern steckt. Jeder der Lautsprecher ist mit dem Google Voice Assistant versehen und einem Chip von Stream Unlimited. Zum Zweiten haben wir ein spezielles Modul von DSP Concepts verbaut, das sogenannte Talk-To-Modul, das es erlaubt, den Sound der Lautsprecher zu eliminieren und so die Sprache und den Sprachbefehl besser zu erkennen, selbst wenn im Hintergrund laute Musik läuft und sehr, sehr viele Leute sprechen. Und zu guter Letzt haben wir den Ein- und Ausschaltknopf des Lautsprechers, den es eigentlich bei einem WLAN-Lautsprecher nicht mehr braucht, umfunktioniert in die sogenannte Privatmodus-Taste. Sehr viele Konsumenten haben Angst davor, dass Google oder Apple oder sonstige große Konglomerate mithören, wenn sie zu Hause sitzen und ihr Gläschen Wein trinken. Durch die Privatmodus-Taste ist es möglich, das Mikrofon physisch vom Lautsprecher zu entkoppeln. Das heißt, keine Software der Welt kann mithören. Der Lautsprecher spielt ganz normal Musik, der Voice Assistant ist entkoppelt und es ist kein Mithören möglich. Das ist Braun, designed für das Wesentliche, designed for what matters.